Küste der rumänischen Südkarpaten liegt Hermannstadt. Auf Rumänisch heißt sie Sibiu. Im 12. Jahrhundert von deutschen Siedlern gegründet, gehört sie seit dem Ersten Weltkrieg zu Rumänien. Geschichte ist hier spürbar, in der Architektur genauso wie in der Kulturlandschaft. Anca Miholet arbeitet als Kuratorin. Sie hat sich auf zeitgenössische Kunst spezialisiert. Gerade plant sie in ihrer Heimatstadt eine neue Galerie an einem ungewöhnlichen Ort, in einer alten Garage. Die Stadt hat so wirklich eine große Kunstgeschichte und eine Geschichte selbst. Und ich habe gedacht, das ist wirklich sehr interessant, wenn wir eine Mischung zwischen alte und neue Kultur machen. Und wir haben gedacht, dass vielleicht eine Garage oder etwas in between kann besser sein für zeitgenössische Kunst im Sibiu. Alte Kunst zeigt das Bruckenthal-Museum. Der Palast ist benannt nach dem Baron Samuel von Bruckenthal. Er ließ das Gebäude Ende des 18. Jahrhunderts für seine Gemäldesammlung bauen, die das Museum noch heute ausstellt. Das Bruckenthal-Museum ist 1817 eröffnet worden und ist heute eines der größten und bedeutendsten Museen Rumäniens. Tatsache ist, dass das Palais in der Zeit des Rokoko entstanden ist, aber keine Merkmale des Rokoko aufweist. Es ist doch eine strenge und eher klassizistische Architektur. Sibiu hat zwei bedeutende Plätze. Den großen Ring mit der barocken katholischen Stadtpfarrkirche und dem heutigen Rathaus. Der zweite wichtige Platz ist der kleine Ring mit der Lügenbrücke. Gebaut 1859 ist sie die erste gusseiserne Brücke Rumäniens. Eine Legende besagt, sobald ein Lügner sie betritt, stürzt sie ein. Die historische Bausubstanz ist zum größten Teil erhalten geblieben. Ein Wahrzeichen, die Dachlandschaft mit ihren Gauben, auch die Augen der Stadt genannt. Heimatstadt hat 1382 das Stapelrecht bekommen vom ungarischen König. Und das bedeutete, dass man Waren ankaufte und irgendwo aufbewahren musste. Das waren entweder in den Kellern oder im Dach. Und deshalb sind diese hohen Dächer in der Stadt zu sehen. Und zur Belüftung gibt es eben Gauben. In einem ehemaligen Kino residiert das Nationale Theater der Stadt. Seit 1956 gibt es auch eine deutsche Abteilung, die Anna Neamtsu leitet. 6 Premieren im Jahr bringt sie auf die Bühne. Gerade probt das Ensemble ein rumänisches Volksmärchen in deutscher Sprache. Und eine Kaiser. Hübsch! Das Theater in Sibiu ist im Moment eines der aktivsten Theater überhaupt in Rumänien auch. Speziell die deutsche Abteilung in Sibiu hat wirklich kulturell zu der Entwicklung dieser Stadt beigetragen. Im Sommer findet in Sibiu wieder ein Theaterfestival statt. Dann wird die ganze Altstadt zu einer Bühne, die viele Touristen und Hermannstädter anlockt.